Hallo bei euromil.com, ich möchte mit euch heute Kürbisspaghetti zubereiten und wir brauchen dafür frischen Kürbis. Ich habe hier Muskatkürbisstücke, Zwiebel, Knoblauch, Paradeismark, Öl zum Anbraten. An Kräutern habe ich Schnittlauch, Basilikum, Thymian und Zitronenmelisse und zum Würzen verwende ich Knoblauch, Chiliflocken, Salz und Pfeffer und ganz zum Schluss zum Binden etwas Frischkäse. Mit einem Spiralschneider schneide ich jetzt meinen Kürbis in Spaghetti. Dafür müsst ihr ihn euch so zuschneiden, dass die Rundung weg ist. Zwiebel habe ich bereits geschält und den schneide ich jetzt einfach blättrig. Und ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon Öl in der Pfanne erhitzt und da drin werde ich jetzt mal den Zwiebel glasig anschwitzen. Die Zwiebel habe ich jetzt anschwitzen lassen und ich gebe jetzt Tomatenmark dazu und das werde ich jetzt noch etwas mitbraten, damit es noch Säure verliert. Jetzt gebe ich den Frischkäse zu meiner Paradeissauce. Ich habe schon mit Salz, Pfeffer, Chili und Knoblauch gewürzt. Und dazu kommen jetzt meine vorbereiteten Kürbisspaghetti. Und ich lasse jetzt in dieser Soße circa 5 bis 8 Minuten ziehen. Und so schnell und einfach ist dieses vegetarische Low-Carb-Gericht zubereitet. Wenn es ganz schnell gehen muss, kann man sich ja schon vorher die Kürbisspaghetti schneiden und die Zwiebel. Und das dann ganz einfach anbraten. Ganz am Schluss kommen jetzt noch die gehackten Kräuter drüber. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com.